Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute geht es hier natürlich um den Lurdrop in der Variante Limited Sea Trout Edition Volume 2, würde ich jetzt mal sagen, einfach weil wir im letzten Jahr im April schon eine Meerforellen oder abgekürzt Mefo-Box hatten. Das war auch damals die erste Sonder-Lure-Drop-Box, die erschienen ist. Im April letzten Jahres ist nämlich auch der normale Lure-Drop erschienen, damals noch nur im Shop zu kaufen. Mittlerweile gibt es den ja auch als Abo. Link packe ich euch unten nochmal in die Videobeschreibung. Wenn ihr so einen normalen Monats-Lure-Drop haben wollt, müsst ihr aber tatsächlich schnell sein. Das Kontingent wird zwar immer weiter erhöht, aber auch die verfügbaren Boxen, die über die Bestandskunden erhältlich sind, sind nicht so viele, als dass jetzt jeder auch Mitte des Monats noch sich ein Abo abschließen kann. Ganz genau. Ansonsten erscheint der natürlich auch noch im normalen Shop, aber da allerdings glaube ich auch nicht mehr ganz so viele Boxen. Also wer darauf hofft, irgendwie 6 Tage nach dem Release, also am 1. quasi noch eine Box zu bekommen, der wird halt meistens oft enttäuscht werden. Ganz genau. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ja, Meerforellen angeln. Habe ich nicht so gute Erfahrungen mit, einfach weil ich es bis auf ein einziges Mal in unserem Familienurlaub noch gar nicht probiert habe. Da habe ich mir auch für Mekong extra eine Karte gekauft. Geht ganz einfach und unkompliziert über das Internet, kann man sich ausdrucken. Finde ich sehr schön, habe aber eine halbe Stunde mit Warthose im Wasser gestanden in Kosoro, weiß ich noch wie heute, mitten im Wind, im Regen und dachte so, stehst du hier überhaupt richtig, guckst nach links, 60 Kilometer kannst du gucken, guckst nach rechts, 40 Kilometer kannst du gucken und dann fragst du dich, würdest du nicht besser lieber jetzt auf der Couch sitzen, Lemmy, und Schickkuchen essen? Ja, so war's. Also raus aus dem Wasser, ab nach Hause. Und das war meine Erfahrung mit dem Forellenangeln. Meerforellenangeln, ganz genau. Die Meerforelle, wissenschaftlicher Name, Salmo Trutta Trutta, finde ich ganz gut. Fast genauso gut wie Tinker Tinker. 1,30 Meter wird sie lang, 20 Kilo schwer. Wird auch Ostseelachs, Weißforelle oder Silberlachs genannt. Früher wurde sie tatsächlich auch Lachsforelle genannt. Das ist aber heute der Begriff für die Zuchtform der Regenbogenforelle. Ganz genau. Da würde ich mal sagen, legen wir mal einfach los und schauen mal, was da so alles drin ist. Ich habe mir noch ein bisschen was mitbestellt gehabt. Eine Kairiki habe ich noch mal mitbestellt für meine etwas leichtere Angel. Ein paar Aufkleber haben wir natürlich schon mit dabei. The Rodfaser, LMAB und Judendach. Wer hat denn das gepackt? Slow? Flow? Yo? Naja, irgendwie hat es jedenfalls gepackt. Ganz genau. Kleines Goodie haben wir auch wieder. Und da haben wir 2 Küffis. Sehr schön. Ja. Finde ich sehr toll. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Also 50 Euro kostet sie, Warenwert 90 Euro ungefähr. Link in der Videobeschreibung. Designtechnisch natürlich wieder richtig schön. Richtig gelungen mit diesem Schuppenmuster, was man auch fast fühlen kann. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Ja, fällt mir auch wieder sehr gut. Sehr hübsch. Ganz genau. Ja, was nehmen wir eigentlich für Köder fürs Meerforellenangeln und welche Ausrüstung habe ich auch mal tatsächlich schnell geschaut. Eine möglichst lange Rute mit um die 3 Meter sollte man da haben, einfach um natürlich auch große Wurfweiten zu sicherzustellen, sagen wir es mal so, Wurfgewicht so 10 bis 40 Gramm, je nachdem, was man so fischt, eine 3000 bis 4000er Rolle, Schnur, eine 0,15er flochtene und ansonsten natürlich ködertechnisch schnell zu führende Durchlaufblinker, schlanke Blinker oder Küstenwobbler. Ganz genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt legen wir aber wirklich los hier und das sieht auch so ein bisschen wie eine Jurassic World Box. Tatsächlich. So. Da halte ich mal hier ganz kurz den Finger drauf auf den QR-Code. Da haben wir natürlich wieder mal einen Zettel mit einer kleinen Übersicht. Da schauen wir aber, wenn wir noch was wissen wollen, einfach danach mal drauf. Moment. So, hier gibt es nochmal wieder mal ein Unboxing-Video, einen Code zum Scannen dafür. Der wird auch später, glaube ich, normal hochgeladen, aber für die erste Zeit ist der, glaube ich, immer nur für den, der auch so eine Box sich holt. Ui, da geht's hier schon los. Das ist natürlich auch klasse, salzige Heringe. Also erstmal auf jeden Fall noch Grüße an Pascal und Grüße damit an die Küste. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich die Box auch habe und der würde gerne wissen, was drin ist. Unser Fisch Ahoi Pascal. Hallo, grüß dich. Grüße an die Küste, ne? Ja, alles klar. Nee? Naja. Salzige Heringe, super. Mag ich tatsächlich. Ist wahrscheinlich ein Produkt, was nicht jeder mag, aber da stehe ich auf jeden Fall drauf. Das ist so ein bisschen, wenn man die im Mund nimmt, so eine Mischung zwischen geil und scheiße, ne? Also so richtig, weiß man nicht, ob es jetzt gut ist oder schlecht, aber man nascht halt immer weiter. Ganz genau. So, dann haben wir hier Sven Borstel. Noch nie gehört. Aber scheint hier eine Koryphäe auf dem Gebiet des Mefo-Angels zu sein. Auch hier halte ich nochmal den dicken Daumen auf den QR-Code. Da ist nochmal ein Expertentipp zu finden. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, ne, dass man mittlerweile über
lese ich ja das auch, ne? Aber man gibt sich hier auch bei dem Loot Drop natürlich wirklich Mühe, ob es jetzt die normalen sind oder halt auch diese Sonderdrops, dass man auch wirklich was Besonderes hat, dass man zu jeder Box natürlich nochmal Expertentipps und sowas bekommt. Das ist natürlich auch richtig cool und natürlich auch eine Autogrammkarte. Also ist natürlich auch toll, ne? Hier haben wir nochmal einen kleinen Steckbrief, der ist natürlich auch wieder jünger wie ich. Das finde ich auch nicht ganz so cool. Hecht, Zander, Barsch, Meerforelle 78. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön groß, auf jeden Fall. Salty Inline. Ja, ganz genau. Meerforellenangeln ist sein Lieblingsangeln. Alles klar. Dann schauen wir mal. Dann haben wir hier von Dix einen Fast Sinking Bullet Jerk 8S8. Steht wahrscheinlich für 80 mm oder 8 cm Lauftiefe. 0,5 bis 1 Meter. Habe ich auf Play gedrückt? Ja, habe ich. Alles klar. Und 11,5 Gramm wiegt das gute Stück. Das ist auf jeden Fall Trout Special Range. Also Forellen Spezial. Range. Richtung. Range. Range. Was ist die korrekte Übersetzung für Range? Moment. Hey Siri, was heißt Range auf Deutsch? Ja, moin. Du kannst in Übersetzen in Deutsch und viele weitere Sprachen übersetzen. Dankeschön. Ja, soweit ist es halt noch nicht mit der künstlichen Intelligenz. Ach so. Range ist natürlich Englisch. Ach, schön blöd. Warte mal, ich. Ach, ist ja jetzt auch egal. Also, wir wissen jetzt nicht, was Range heißt. Aber wahrscheinlich sowas wie Produktlinie oder so. Genau, ich glaube, es heißt Produktlinie. Ganz genau. Hübsches Teil. Also, sehr schöne Farbe. Nennt sich in dem Fall Matte Varion. Ganz genau. Packen wir mal aus. Messer. Am Start. Passend zur silbernen Box ein silbernes Messer von Böker Titan. Oh, tolles Messer. Sieht ein bisschen aus wie vom Terminator. Der Terminator kommt übrigens wieder ins Kino. Terminator 2, Judgment Day. Fahre ich im April gucken. Ich glaube am 4.4. Für alle, die gerne ins Kino gehen und meinen Film aus den 90er Jahren wiedersehen wollen. In diversen Cinestar-Kinos auf jeden Fall. Den fahre ich auf jeden Fall auch gucken. Freue ich mich schon. So, UV-aktiv. Weiß ich auch tatsächlich nicht, wie wichtig sowas ist bei Meerforellen. Aber haben es besser als brauchen. Und deswegen ist er hier in dem Fall UV-aktiv. Schniepel machen wir unten ab. Schwupps. Und da steht es nochmal drauf. Ganz genau. Ja, hübsches Ding. Kann man machen. Tolle Farbe. Auch oh, wirklich hübsch, ne? Ja. So, rein damit. Schwupps. Oh, falsch. Na, sage mal. Auspacken kann er mit dem Einpacken. Ist es noch nicht so cool. So, dann haben wir hier natürlich von Savage Gear einen Seeker ISP 102 mm, 28 Gramm. Den kann man ordentlich weit schmeißen. Intense ISP Strike Porrit. Alles klar. Weiß nicht, was das heißt. Steht aber drauf. Muss er also haben. Green Silver nennt sich hier die Farbe. In dem Fall Made in China. Super Weitwurfdesign. 360 Grad Rotation bei Spin Stops, ISP Bisspunkte. Ah, ui. Ist ja auch wild, oder? Leuchten die nach? Tatsächlich. Die leuchten auch nach. Das heißt, die sind jetzt hier illuminiert oder auch fluoreszierend, nicht nur UV-aktiv. Ziemlich cool. Boah, schon ein bisschen geil. Sieht irgendwie so wie dieses Sand-Eel aus, ne? Als Farbe, glaube ich. Das ist ja auch so ein Spoon-Meerforellen-Bumsdings-Blinker-Farben-Bezeichnungsgedöns. Ganz genau. So, und dann haben wir hier einen Gobi V2 von Westin mit 24 Gramm. Der ist jetzt ein bisschen rundlicher, sieht eher ja, wie ein Wobbler aus, ohne vorne noch ein Drilling, sagen wir es mal so. Hat natürlich auch keine Tauchschaufel dran, ne? Aber ich glaube, durch das doch ziemlich hohe Eigengewicht, das ist natürlich eher was, was auch absinkt, ne? So, 24 Gramm Diamond Thief, 8,5 Zentimeter. Boah. Das Schöne an den Sachen ist ja, die brauche ich gar nicht auspacken. Da ist ja eigentlich schon alles ausgepackt. Ich wollte hier nochmal ganz kurz was gucken. Ah, guck mal hier. Genau, habe ich auch gelesen, tatsächlich, dass man empfiehlt tatsächlich, also dass es besser ist, mit Einzelhaken zu fischen, weil es natürlich fischschonender ist. Klar, das wissen wir natürlich auch aus anderen Bereichen, aber da stand es tatsächlich nochmal explizit. Und hier hat Savage Gear auf jeden Fall nochmal einen extra Haken mit reingepackt, einen Einzelhaken. Also sehr cool. Sprengringzange hinten aufmachen und dann geht die Luzi auch schon ab. Ist auch wild, dass das hier zweimal aufgehangen ist, ne? An zwei Drillingen. Oh. So, haben wir hier den Gobi und den Savage Gear. Dann haben wir natürlich ein paar Stopper. Rubber Stoppers Größe M. 9 Stück sind da drauf.
Dann haben wir ein paar Zweibel, also Wirbelgröße S, 26 Kilo Tragkraft und 10 Stück sind enthalten. Also ein bisschen Zubehör von LMAB. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier einen Salty Inline, also einen Inline, ja, wie sagt man jetzt, Spoon, Wobbler, Blinker. Ich mach den mal auf hier. So. Naja, kann ich mir eigentlich auch sparen, dann fällt alles raus. Ja, nee, pack ich doch mal aus. Moment, mal gucken, wie der von hinten aussieht. Na, so richtig Lust hat er jetzt hier nicht. Da brauchen wir doch nochmal das Messer. Na komm schon. So, hier wird also das Vorfach quasi durchgezogen durch den Spoon oder Hardbait hier in dem Fall. Und damit haben wir natürlich dann auch den Vorteil, dass der Fisch sich den Köder nicht so leicht aus dem Maul drehen kann, wenn natürlich das Ködergewicht einfach beim Kopfschütteln und sowas fehlt. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache und natürlich auch, dass der sich auf dem Vorfach schön drehen kann und hin und her und so weiter und so fort. Und da haben wir hier natürlich noch ein paar Perlen dabei. Ich weiß nicht, ob das Glas ist oder Plaste. Das ist wahrscheinlich aber Plaste. Super, da, da fällt es auch schon weg, ne, hat er. Und ein paar Wirbel, Wirbel sei schon, ein paar, hubala, da fällt der nächste weg. Ein paar Sprengringe hier, aber nicht in rund, sondern in so einem Oval. Und nochmal auch ein Einzelhaken. Moment, ich pack das mal hier hin. Klebt ja alles an den Fingern. So, UV-aktiv ist der sicherlich auch wieder, ganz genau. Salty. Ja, auch ganz cool, ne? Ja, klein, spitz, fliegt sicherlich weit. Und dann geht's weiter. Was haben wir noch? Dann haben wir von der Firma Hansen aus Dänemark den Hansen Fight. Hansen war auch mal eine Band. Ich glaube, das waren die. Ja, ganz genau. 15 Gramm. Und Farbe Hansen Fight. Fire Tiger. Irgendwas mit Green Silver. Yellow Green Silver. Alles klar. Passt auch. Ja, von hinten Silber. Also schön blinkt auf jeden Fall schön im Wasser. Und hier auch so mit ein paar Flakes mit drin. Auge ist drauf. Also, schönes Ding. Voll aus Metall. Super. Einfach super. Was haben wir noch? Ein Aufkleber. Lowdrop. Ein paar, die sehen gut aus. Gute Größe fürs Barschangeln für mich. Ein paar Rolling Duolock Swivels. Also Wirbel und Karabiner in dem Fall. 12 Hakengröße. Größe, Nummer, Größe 12, 10 Kilo Tragkraft und 9 Stück sind drin. Mann, schwere Geburt. Boah, von VMC. Alles klar. Dann haben wir ein bisschen Vorfachmaterial von DRM. Ach, auch wieder so eine Firma aus meiner Jugend, ne? Tektan Superior Fluorocarbon. 25 Meter, 7,6 Kilo Tragkraft, 0,35 Millimeter dick. Ja, Extreme Invisibility, also extrem unsichtbar. Alles klar. So, spezielle UV-Schutzbeschichtung. Das ist natürlich dafür da, dass die nicht, wenn ihr die ein bisschen in der Sonne stehen lasst und so porös wird. Wobei ein bisschen in der Sonne stehen jetzt nicht heißt, dass die gleich porös wird, wenn er damit angeln geht und die nicht einpackt und draußen die Sonne scheint. Ne? Das ist halt, eher so, ja, was ein bisschen längere Zeit Sonne abbekommt im Angelschuppen. Oder so eine Sache. Genau, fast unsichtbar. Nahezu keine Dehnung. Extrem abriebsend. Nahezu keine Dehnung. Bin ich immer gespannt. Haben sie die Rechnung aber ohne Lemmy hier gemacht? Haben sie nicht gedacht, dass sie die jetzt auspacken, die Leute von DRM? Oh Gott, wie kriege ich das auf hier unter der Kamera? Ah, da haben wir hier wieder so ein Loch drin. Das heißt, wir haben nachher den Vorteil, dass wir das Teil einfach in die Box schmeißen können und wenn es denn nicht abgeht, dann rollt sich auch nicht alles aus Versehen ab. Ganz genau. So, können wir das dann halt so machen. Schwupps. So, jetzt gucken wir mal. Hubala, da geht's wieder ab, siehst du? Ja, sage mal. Ach so, weil die Schnur so ein bisschen am Rand ist hier wahrscheinlich. Warte mal. Pff. Sehr gut. So, jetzt aber. So, mal gucken. Oh ja, die ist wirklich... Ja. Ja, das ist wirklich nicht viel. Also die ist schon sehr, sehr stramm. Also ich meine, und ich bin wirklich stark, mal davon abgesehen.
Ja, passt schon. Ganz cool. Genau, wichtig ist auch, habe ich halt auch gelesen, deswegen wahrscheinlich auch ein Vorfach mit möglichst wenig Dehnung, haben sie geschrieben, dass man, gerade weil man so auf hohe Distanzen fischt, dass man halt auch eine sehr dehnungsarme Hauptschnur verwendet, einfach um den Anhieb natürlich auf die 50, 60, 70, 80 Meter, was man da auch immer rauspfeffert, dann einfach durchzubekommen, ne? Weil die haben halt tatsächlich auch ein sehr hartes Fischmaul und je länger natürlich auch der Weg zwischen Fischmaul und eurer Rutenspitze ist, desto schwieriger wird es natürlich auch den Haken da ordentlich zu versenken und deswegen möglichst wenig Dehnung, ganz genau. Und deswegen wird wahrscheinlich auch hier das so sein, dass hier möglichst wenig Dehnung im Vorfach ist. Ganz genau. Was haben wir noch? Dann haben wir hier, das sieht auf jeden Fall ziemlich wild aus. Das ist auf jeden Fall irgendwas, glaube ich, zum Aufwickeln von Vorfach. Gucken wir aber gleich nochmal auf den Zettel. Und das sind hier solche Art, wie nennt man die? Nennt man die einfach Fliegen? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Und ich glaube aber mal gelesen zu haben, dass die vor den Köder montiert werden. Irgendwie. Oder was hinter den Köder und dass es so aussieht, als würde der Köder, mit dem wir nachher die Meerforelle fangen, quasi die eine Fliege jagt. Ist das richtig? Ich glaube, irgendwie so war es gewesen. Oder man macht den halt einfach hinten ran und hat nochmal einen extra Buschel. Das weiß ich nicht. Ihr könnt da ja nochmal in die Kommentare schreiben. Die sehen auf jeden Fall ziemlich wild aus hier in dem Fall. Oh, die ist aber schön. Guck mal, wie die sich bewegt so. So richtig. Richtig schön weich. Das ist ja toll. Ja, das ist schon ein bisschen toll. Tatsächlich. Und hier können wir das Ganze dann aufwickeln. Auf jeden Fall. Ganz genau. Gucken wir aber gleich nochmal in die Anleitung, ob da noch irgendwas anderes Interessantes dazu steht. So, rein damit. Und dann zu guter Letzt. Ja, zu guter Letzt haben wir hier nochmal einen Gravity Shallow, also irgendwas Flachlaufendes von Savage Gear. Das ist ja auch mit Blau, wird wahrscheinlich darauf hinweisen, dass wir hier natürlich, so wie alle anderen Köder, auch Köder haben, die Salzwasser verträglich sind. Einfach damit die Haken nicht rosten und die Ösen und hast du nicht gesehen. Und der ist floating, also auftreibend, 11,5 cm lang, 20 Gramm. Ist er schwer und extrem flacher Tiefgang. Salzwasserdrillinge, super scharfe und starke Salzwasserdrillinge. Okay, alles klar, doppelt gemoppelt, hochwertige Ausführung. So ist es, wenn man von unten nach oben liest. Gewichtssystem mit drei Metallen. Mit Gewichtssystem mit drei Metallen. Das ist auf jeden Fall wild. Eingebaute Rassel und flache Seiten für perfektes Schwimmverhalten und helles Blinken. Alles klar. Farbe nennt sich, weiß ich nicht, Sayoris? Ist es die Farbe? Weiß ich nicht. Könnte sein. Jetzt muss ich aber mal gucken. Ist der denn auch salzwasserresistent hier oder ist es eher eine Art Forellenköder für Süßwasser? Das ist alles Englisch und Französisch. Das ist aber gar nicht so super. Super Sharp Fusion Black Nickel Hooks. Silent System, Weighted Tungsten. Okay, der hat sogar Tungsten hier drin. Aha! So, für maximales Weitwerfen. And perfect action in heavy current. Alles klar. Also das weiß ich jetzt nicht, ob der auch. Aber klar, der muss ja theoretisch auch für Salzwasser sein. Ja. Aber bei dem steht es extra nochmal drauf. Und man sieht es wahrscheinlich auch so ein bisschen an diesem Blau in der Produktlinie. Ich glaube, das ist extra so ein bisschen dafür gemacht. Was denn das hier eigentlich? So, weg damit. So, mal her hier. So, ganz wichtig, dass hinten noch mal ein kleiner Spiegel drin ist. Savage Gear Aufkleber auch mit drin, ähnlich wie bei Western. Hübsche Farbe. Eieiei, der ist aber auch hübsch tatsächlich. Oben mit Grün, 20 Gramm F für Floating steht noch mal drauf. Gravity Shallow, Shallow für flach natürlich und das ist natürlich hier die Länge mit 11 cm. Sehr hübsch, oder? Also von der Farbe her einfach Bombe. So, horchen wir mal. Moment. Ja. Ziemlich geil. Fällt mir sehr gut. Super kleines Maul vorne. Also ein super kleiner Plasteschaufel sozusagen. Hübsch. Fällt mir sehr gut. Ja. Rein damit. So, dann war's das. Gefällt mir sehr gut, die Box. Also ich habe natürlich jetzt keine Relation, was man wirklich alles fürs Meerforellenangeln braucht, aber für jemanden, der davon keine Ahnung hat und nur kurz im Internet darüber gelesen hat, würde ich sagen,
dass das auf jeden Fall eine schöne Zusammenstellung ist. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Box findet. Und bevor wir jetzt hier Schluss machen, schaue ich mal auf den Zettel, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Wollte ich nämlich gerade schon wieder vergessen, siehst du? Aber gerade noch dran gedacht. So, was haben wir denn hier? So ein Gravity Shallow, dezenten Tauchschaufel. Also ist doch eine Tauchschaufel, siehst du. Diese haben wir jetzt nur bis auf eine Lauftiefe maximal 30 cm läuft der nur tief. Steht das eigentlich auch drauf? Nee, ich glaube, das stand nicht drauf, tatsächlich. Verbaute Rasseln, Savage Gear, Seeker. Das ist aber eigentlich alles uninteressant. Der war eigentlich auch ziemlich cool hier. Multitalent, ob einfach gekurbelt, getwitcht oder gejerkt. Dieser kleine Hardbait-Streit, eine unwiderstehliche Anziehungskraft und begehrte Quellen aus. Sinkend und mit einer Lauftiefe bis zu 1 m kommen die erhofften Bisse oft genau dann, wenn ein kurzer Spin-Stop eingelegt wird und der Ball verführerisch, der Bait, der Ball, bitte beim Fußball, in Richtung Grund. Trudelt, 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 trudelt würde auch passen. So, da haben wir es hier. Unique Fly Pet Grisson. Alles klar. Pinker Leckerbissen produziert in England. Spielt diese Fliege eine perfekte Nachahmung einer Garnele. Ah ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass sie auch gerne Garnelen fressen. Die zu den Leibspeisen der begehrten Meerforellen gehört ihr ganzes Können als Beifänger aus. Ganz genau, unser Tipp. Fanggarantie an der Liftmontage. Okay, das muss ich mir tatsächlich nochmal angucken. Liftmontage. Aha, guck mal hier. So sieht das aus. Ah, okay. Also da kommt der Hardbait dran und da nochmal die Fliege. Und dann sieht es irgendwie so aus, als ob die beide sich jagen. Also der die und dann denkt die, die will den einfach fressen. So, das andere Ding heißt auf jeden Fall nur Wickelbrett. Ganz genau. So, der, das wollte ich auch nochmal kurz lesen. Ultrawiderstandsfähig beim Angeln auf die vorsichtigen Meerforellen braucht es ein nahezu unsichtbares und äußerst stabiles Vorfach, das auch steinige Bereiche souverän meistert. Eine extreme Abriebsfestigkeit sowie ein hervorragender Lichtbrechungsindex machen dieses Fluorcarbon zum perfekten Begleiter bei der Jagd nach den begehrten Ostseesilber. Ganz genau. So, hier haben wir nochmal die andere Fliege. Fangen den Zielfisch mit größeren Ködern. Entsagt, ein Beifänger als perfekte Imitation kleiner Meeresbewohner eignet sich dieses Modell mit seinem gedeckten Dekor besonders für klare Gewässerabschnitte an der Liftmontage. Also auch hier nochmal die Liftmontage. Das muss ich nochmal angucken. Jetzt habe ich aber genug gelesen und gestottert und bin jetzt hier mit der Box durch. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box findet und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns schon bald wieder, würde ich mal sagen. Ja, macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.